Und jetzt muss ich also im Film in wenigen Sekunden einen Satz sagen, der für den ganzen Film ausschlaggebend ist. Da würde ich mal sagen, alles über Martin Suter, außer die Wahrheit. Das wird ein Film über Martin Suter. Ein ganz stiller Film zum Suter. Ich habe schon oft erlebt, dass es nicht so gut war. Aber dass es leer war, das Blatt, das kenne ich nicht. Er alleine mit den Seinen. Und dieser Peter Landwey, das war ich. Er drehte an der Walze der schwarzen Underwood, bis der letzte Satz zum Vorschein kam. Guatemala, also Panajachel. Ja, ich habe eigentlich nach wie vor die meisten Bücher dort geschrieben. Dann hat meine Frau gesagt, er will nicht Autor werden, er will Bestseller-Autor werden. Das Schreiben hat sehr viel mit Weglasten zu tun, weil das, was in meinem Kopf geblieben ist, das ist das Wesentliche meistens. Ich brauche die Distanz, um etwas aus der Nähe beschreiben zu können. Ich soll Ihnen also helfen, den Zustand des 11. Oktober 1991 wiederherzustellen. Und wenn das gelingt, sehen Sie Ihre Frau wieder. Das ist doch Quatsch. Ach, das ist doch kein Quatsch. Das ist etwas, woran der glaubt, der es macht. Und er will beweisen, dass das stimmt. So ein Film über Martin Suter. Lies mal den letzten Satz vor. Nein. Den letzten Sätze liest man nie vor. Oder soll ich ihn vorlesen?